Moin, liebe Pilzsuchtfreunde. Da doch die ein oder andere Frage zu dem Eimer kam, mache ich es mir in dem Fall leicht. Mach einfach ein Video zu dem Ganzen und werde das dann einfach dementsprechend dann posten, wenn eine Frage wieder aufkommt. Also, pass auf, die Eimer sind aus Polypropylen. Polypropylen. PP, kurz abgekürzt. Kommen aus dem Lebensmittelbereich. Gibt es in undurchsichtig und in klar. Ich habe mich für die klaren entschieden, weil man natürlich so auch dann die Kontis viel einfacher sieht und auch sieht, was dann gerade da drin so los ist. Ja, die sind, ja, also ich kann euch keine Garantie geben. Im Internet finde ich teilweise Angaben, die sind bis 130 Grad erhitzbar. Bei mir die 110 Grad in meinem kleinen Möchtegern-Autoklaven halten sie auf jeden Fall aus, ohne beansprucht zu werden. Der hier ist jetzt zum Beispiel auch schon gebraucht. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich mache die mittlerweile gar nicht mehr groß sauber. Ich mache das Gröbste, kommt da raus. Und dann war es das auch. Und ja, dann haben wir die Eimer. Haben wir jetzt in dem Fall sauber gemacht, grob. Die Löcher haben wir ja schon drin. Ansonsten mache ich welche rein, wenn sie neu sind. So, die Löcher klebe ich dann mit Micropore-Tape ab. So, 1, 2, 3. Hier einmal ganz rum. Oh herrlich, jetzt fängt er an zu fiepen. Hör auf, Mann. Nicht fiepen jetzt, kann ich nicht gebrauchen. So. Dann schmeiß ich da Substrat rein. Ich nehme eigentlich immer so das, was gerade rumfliegt. Gerne Miskanthus vom Landwirt bei mir in der Nähe. Jetzt habe ich gerade so Pferdeeinstreu. Das müssten so ganz feine Buchenspäne sein. Ja, ich mache halt hauptsächlich Kräuter und Austernseitling, die fressen ja eh fast alles. Also von daher bin ich da mittlerweile ja, echt salopp geworden. Ich mache halt nur immer noch ein bisschen Gips mit rein und ein bisschen Weizenkleie. Ja, genau. So, dann haben wir jetzt den Eimer. Da haben wir jetzt unser Substrat drin. Ich habe auch alles dreckig. Ne? Hier ist noch nichts sauber gemacht worden. Ist alles komplett dreckig, natürlich alles total bekeimt. Dann nehme ich das Ding komplett mit Substrat, so wie er ist. Dann kommt da 3 Stunden in den Kavenzmann rein. Der darf dann da mit 110 Grad drauf rumkochen. Ja, dann lasse ich ihn da drin abkühlen. Kommt da raus. Dann haben wir die Stadien. Oder ich brauche jetzt mal ein bisschen Platz. Dann haben wir die Stadien jetzt hinter uns. Der ist jetzt steril quasi. Kommt jetzt gerade da wieder raus. Und dann. Ja, ich habe jetzt hier keine durchgewachsenen gerade. Aber dann stellt euch vor, das hier ist jetzt schön durchwachsen. Ja, schön irgendwie Kräuter oder Außenseitling. Dann mache ich hier den schönen HEPA-Filter an, kommt der direkt davor, mache ich den auf und dann kommt das Getreideglas da rein. Und wenn du dann Glück hast, in meinem Fall, wenn du dann sehr viel Glück hast, klappt das auch manchmal und dann hast du dann zum Schluss hier so einen schönen Eimer, da sieht man es dann. Der wächst dann, ich schüttel den auch gar nicht groß, aber ist mir zu viel Arbeit bei den ganzen Eimern, die ich da mittlerweile im Mittelgang stehen habe. Dann frisst er sich halt schön von oben, ne, wo es dann anfängt, frisst er sich dann nach unten durch. Ja. Das ist zum Beispiel also auch noch ein alter Eimer, da habe ich die Löcher alle oben. Ich habe festgestellt, wenn ich hier unten, also hier welche mache, dann durchwächst er im unteren Bereich nochmal viel besser. Also ich vermute, da ist irgendwie CO2, eine CO2-Senke dann, die sich da unten bildet und das Wachstum ein bisschen hemmt. Ja, dann, ihr kennt das Spiel ja eigentlich, dann lasse ich den halt schön durchwachsen und wenn es halt funktioniert, dann sieht das Ganze am Ende so aus. Dann mache ich das Tape von den Löchern einfach ab oder meistens der Außenseitige, der ist so gierig, der kommt schon von sich aus heraus, der drückt das Tape schon von alleine weg und das ist dann für mich das Zeichen, ja, okay, und du bist bereit und ja, dann kommen die Dinger in den Fruchtungsraum, dürfen dann einmal schön Pilze machen im ersten Flasch. Im zweiten Flasch versuche ich meistens das Zeug aus den Eimern rauszuholen, weil ich festgestellt habe, das gibt dann doch mehr Ertrag, wenn die Oberfläche größer ist. Ja, lange Geschichte, das geht auch eigentlich vom Thema jetzt ab, aber das ist beim Außenseitigen immer so ein bisschen schwierig, weil der bei mir irgendwie immer so ein bisschen lockeres Myzel macht und dann bricht das immer alles auseinander, wenn ich das aus den Eimern rausholen will. Da ist hier der Kräuterseitling mir ein lieberer Zeitgenosse, weil er halt richtig einen dicken, fetten Pilzklotz macht. Ja. Den kannst du dann halt schön, dann machst du dann einmal auf den Kopf, aus, nein, jetzt noch nicht. Sehr gut. Dieser Kräuterseitling, der macht das schon von alleine. Das ist ein guter. So, ja. Dann erstmal im kurzen und knappen zu den Eimern. Aber wenn ihr noch Fragen habt, immer gern raus damit. Ich quatsch gern über Pilze. Ich wünsche euch was.